Sonst kenne ich das andersrum. Solo. Scheißegal. Oh, da ist er diesmal. Hallo, guten Morgen, mein Schatz. Er fragt sich gerade, ob er arbeiten und den ganzen Tag nur Comics lesen soll. Hm. Und? Was? Ich habe eine Pizza im Kühlschrank, ich bin hungrig. Was würdest du... Ich habe ihn geküsst! Oh mein Gott, man kann ihn tatsächlich küssen! Ja, mach schon die ganze Zeit. Was ist das denn? Das ist wirklich erzählen Mist, oder was? Der hat auch keinen Report rausgehauen, Awakened, das war ein Spaß. Ernie und Bert ist öfter hier. Ich glaube nicht, dass er mich wirklich reportet. Ich würde es tun. Ja, Ben ist eine andere Ausnummer, der macht sowas. Alles gut. Ich meine, wenn man es verdient hat, ne, dann muss halt reportet werden. Nein, es ist kein random Troll. Der war schon hier, der guckt bei mir Dota. Ist da ein übereifriger Mod im Chat? Der lurkt nur häufiger. Es hört sich nach einem übereifrigen Mod im Chat an. Nein, ein bisschen nach einem White Knight. Lumi braucht White Knights. Nein, brauche ich. Ich dachte, du machst Kampfsport. Alles gut. Ich hätte ihn schon angekackt, wenn es wirklich ein random Troll gewesen wäre. Machst du denn eigentlich noch einen Kampfsport? Ja, ja. Siehst du, Jungs, ihr braucht keine Angst haben. Sie haut den Leuten schon auf die Fresse. Gestandenermaßen, in letzter Zeit war ich ein bisschen faul, aber im Großen und Ganzen. Ach, Lumi. Ja, ich weiß. Was soll denn das? Da kann ich schon wieder nicht hin, weil ich für Foodsharing schlichten muss. Ich habe so keinen Bock, aber gut. Schlichten? Ja, das heißt, ich muss mit einem Reporter darüber reden, dass Foodsharing geil ist, nachdem irgendwelche Leute eben gesagt haben, Foodsharing wäre nicht geil. Ich habe heute jetzt 3 Stunden lang telefoniert, um mit irgendwelchen Menschen zu klären, was gerade das Problem ist. Und was ist das Problem? Naja, das Ding an der Sache ist, wir haben halt, also Foodsharing geht es ja um Lebensmittelrettung und wir haben irgendwie dienstags die sogenannte Küfer, die Küche für alle, wo halt gemeinschaftlich mit geretteten Lebensmitteln gekocht wird. Und vor allem Felix hat ein Kind und ist nicht da, sorry. Oh, ist bitter, ne? Und naja, jedenfalls gab es dann da halt so, wenn dann Lebensmittel übrig bleiben, beziehungsweise wenn halt von den Abholungen noch Lebensmittel da sind, dann verteilen wir die halt da auch an die Leute, die gerade da sind, ne? So, an die Gäste quasi. Und dann haben sich halt angefangen, Leute zu beschweren, dass man das ja irgendwie fair machen müsste. Also, dass irgendwie jeder nur ein Brötchen kriegt oder keine Ahnung was, was halt effektiv überhaupt nicht möglich ist. Erstmal haben wir total unterschiedliche Mengen an Brötchen, dann wissen wir gar nicht, wer was benötigt. Wir haben ja, sind auch keine Hilfsorganisation, wir lassen uns auch keinen Ausweis zeigen, ob jemand Hartz-IV-Empfänger ist oder nicht. Das läuft ja halt einfach so auf so einer Common-Sense-Basis. Und die Leute, die dann irgendwie gemeint haben, von wegen, ja, man müsste da jetzt irgendwie akribisch drauf achten, dass auch ja jeder ein Brötchen bekommt und nicht einer 5 und der andere gar nichts oder sowas. Die haben dann angefangen halt ein bisschen stumpf zu machen und haben dann auch scheinbar jetzt irgendwie einem Reporter von irgendeinem Regionalblatt gesagt von wegen, ja, Foodsharing ist halt nur so ein Verein, wo alle nur gucken, dass sie so viel Essen wie möglich abgreifen. Und der hat dann jetzt halt angefangen, bei uns dann so ein bisschen rumzutelefonieren und dann natürlich die Leute im Vorstand erwischt, die alle sehr emotional sind. Was dann auch wieder nicht so gut kommt, ne? Wenn du dann jemanden an der Backe hast, der sehr, sehr emotional auf diese Fragen reagiert. Und da musste ich jetzt dann halt so ein bisschen Bogen kletten. Lumi, die Vorstandssprecherin von Foodsharing. Ja, ich bin der stellvertretende Vorsitzende bei uns im Café. Oh! Lumi macht die Politikerkarriere. Fängt bei Foodsharing an. Ach, als ob, ich will niemals in die Politik, ey. Kannst auch auf der guten Seite der Politik arbeiten, ja. Gibt doch anständige Politiker. Das ist sehr richtig, aber ich glaube, ich würde mich zu sehr reinsteigern und dann hätte ich zu viel Arbeit. Ja, aber ich glaube, alle anständigen Politiker steigern sich rein, haben viel Arbeit. Richtig, aber weißt du, mir ist mein Spaß und mein tägliches Leben wichtiger. Aber du kannst Sachen bewegen. Ja, scheiß drauf, ich kann auch so Sachen bewegen. Aber nicht für alle. Das ist richtig, aber das ist auch nicht schlimm. Aber du kannst für alle was bewegen. Sag mal, willst du mich echt trollen? Nee. Tatsächlich nicht. Setzt dann den Vegetarismus durch für alle in Deutschland. Okay, nee, du bist nicht in die Politik. Mach das, lass mal die Leute machen, die Ahnung davon haben. Sehr schön. Sind wir uns ja einig. So. Oh. Warum
müssen diesen Tulpen eigentlich irgendwie in so 20 verschiedenen Farben kommen? Ja, frag mich mal, als ich ernten musste. Wir hatten noch ein paar mehr Tulpen und so, weil wir davon mehr haben wollten. Wir haben so viele Tulpen. Viel zu viele. Alles klar. Viel Spaß, Wake Up beim Dublin und hallo Destiny und danke für den Host. Sogar bist du eigentlich, du bist immer provoziert, dass ich sage und danke für den Host, oder? Destiny hostet mich ja immer mit einem Viewer, nämlich ihm selbst. Das klingt normal. Ist doch nice. Ich sehe bei manchen Leuten auch, dass ich die einfach host, einfach nur um. Und wenn es nur einer ist, der über meine Follower doch mal drauf guckt, das reicht ja schon. Ja, das sind die braucht akut Aufmerksamkeit von der Luni. Ich merke das schon. Ja, wenn man halt kein Höschen anhat, kriegt man die Easy Hosts. Als ob du bevor du es jetzt gesagt hast, gewusst hätte, dass ich kein Höschen anhabe. Ja, hast du doch einen Twitter-Beitrag geschrieben, um dich zu bewerben. Und wenn du so weitermachst, dann schüren wir echt die Gerüchteküche, dass das wir in Wahrheit das Twitch-Traumpaar sind, ja. Wieso die Frage, das? Woher weiß denn der Ben, dass du kein Höschen an hast? Ja, und dann spult man zurück und dann sieht man das. Ja, so sieht's aus. Genau, ausgezogen. Per FaceTime oder was? Hey, in Wahrheit hockst du im Raum nebenan und... ja, ich bin nur gut isoliert, wenn ich brülle. Ja, ja. Was? Ist nur gut isoliert, wenn ich brülle, hörst du das gar nicht, ne? Tatsächlich ist mein Schlafzimmer fast ja ringsrum mit so Schaumgummizeug isoliert. Warum das? Weil ich ein Nachbarskind hatte, was morgens um 5 Uhr angefangen hat zu schreien und wach zu werden. Ah ja. Und das so genervt hat, dass ich ein Nachbarskind. Ja. Jetzt habe ich einen Nachbar, der Sex hat, gegen den hilft es auch gut. Na, woher weißt du das dann? Weil es deutlich leiser ist, also... Nee, ich meine, woher weißt du, dass er Sex hat, wenn du gut isoliert bist? Weil es leiser ist. Ich höre es trotzdem noch. So bin ich nicht isoliert. Und das Problem an der Sache ist, so wie dieser Schalldämmschutz da gebaut ist, beziehungsweise ich krieg's auch nicht anders hin, bin ich tatsächlich für die anderen weniger zu hören, als die für mich. Weil ich diese Schallbrecherzacken in meine Richtung habe und nicht in deren. Aber das geht halt nicht anders. Ich habe die komplette Rückwand von meinem Kleiderschrank auch verkleidet, damit es den Schall bricht, aber komplett macht es das halt einfach nicht. Dein Schlafzimmer ist also quasi eine Tonkabine. Richtig. So, wenn man sonst nichts zu tun hat. Ging ja nicht anders, ich konnte ja nicht mehr schlafen, weil dieses Scheißgehör um 5 Uhr morgens sonntags angefangen hat, nach seiner Mama zu rufen. Würde ich mich beim Vermieter beschweren, tatsächlich. Wenn das dauerhaft ist. Ich habe gesagt, ich möchte gerne, dass da nochmal irgendwie was gemacht wird an der Wand. Und dann hieß es, das sei irgendwie von 1920 die Bude. Und wenn man, da müsste man irgendwie von Grund auf neu renovieren. Und dazu sind sie nicht verpflichtet. Und deswegen wünschen sie mir noch ein schönes Leben. Ja, aber du kannst die Miete mindern, weil das der Nachtruhe einschränkt. Naja, dann hätten sie schon sich überlegt, ob sie das machen oder nicht. Oder ob sie nachweisen, dass das Kind wirklich regelmäßig morgens um 6 anfährt zu schreien. Einfach ein Buch führen, wenn du aufwachst, schreibst du rein. Jetzt ist es eh vorbei, die wohnen schon seit Jahren nicht mehr hier und mit dem eingezogenen Lärmschutz war das dann auch okay. Und der neue Nachbar, der hat halt jetzt immer so gegen 2, 3 Uhr nachts irgendwann mal 6, aber da bin ich ja eh noch wach, das höre ich gar nicht, weil ich ja in einem anderen Raum bin. Ja, anscheinend hörst du es ja doch. Ja, wo ich einmal früher ins Bett gehen wollte, lag ich dann um 3 Uhr nachts im Bett. Und von oben. Nee, das Schlimme daran ist, sein Mädel, die stöhnt so furchtbar. Ich hab überhaupt nicht geschnallt, was das ist, ne? Das ist angenehm für ihn. Okay, das ist dann vielleicht doch nicht so angenehm. Ja, so was zur Hölle geht denn da drüben ab? Was ist denn da los? Vielleicht hat er sich auch einfach nur in sein Bett blöd umgedreht und das quietscht kacke. Ja, ich war auch sehr verwirrt und dann irgendwann kam dann so ein... Dann dachte ich, okay, ich glaube, der hat gerade Sex und es wurde dann auch ein bisschen wilder nach einer Zeit. Also ich ja. Das wäre ja nichts für mich, so ein Gestöhne. Ich habe halt erst gedacht, das wäre irgendwie ein Tier oder sowas, so ein Eichhörnchen oder ich weiß nicht, ich habe echt gedacht, irgendwas wäre nicht in Ordnung. Das klingt, das klingt halt so super künstlich, wie du es gerade machst. Ja, vor allen Dingen halt so abgehackt, vielleicht durch den Lärmschutz, ich weiß es nicht, aber so abgehackt und total so minimalistisch.
Also wie bei so einem kleinen Mädchen. Ich weiß nicht, es war ganz, ganz furchtbar. Und sehr geil, künstlich. Ich hätte tatsächlich auch an so ein Barbie-Girl erinnert. Also. Montan. Also am allerschlimmsten fand ich tatsächlich auf Teneriffa meine Mitbewohnerin. Die hatte auch mal Sex, da war ich krank im Bett. Das war richtig scheiße, weil ich wollte schlafen, ich hatte Kopfweh und alles. Und dann hatte die irgendwie nachts einen Typ mit nach Hause geschleppt. Also die hatte eigentlich einen Freund auf der anderen Seite der Insel, aber das war ihr scheinbar an dem Abend irgendwie egal. Und dann hatte sie halt irgendwie diesen Kerl dabei. Und dieses Bett von der, ey, das hat so gequietscht. Das war so furchtbar. Also wie so Hallihallo, Matze. Ich sag, denkst du die ganze Zeit, oh nein, oh bitte lass es aufhören. Und dann fing sie immer an zu lachen, weil das Bett so gequietscht hat. Und ich hab gedacht, okay, wenn du so weiterlachst, der Typ kommt ja nie zum Schuss, wenn du ihn permanent anlachst oder auslachst oder wie auch immer. Und das war wirklich so ein Vielleicht hat er ihr einfach die Füße gekitzelt? Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht haben. Es ist mir auch völlig egal. Ich war dann wirklich, ich bin dann demonstrativ aufs Klo gegangen und hab relativ laut Spülung und keine Ahnung, was alles. Und das sind die Frauen, besser. Weißt du, ein Mann würde halt hingehen und sagen, halt die Fresse, macht leiser! Und die Frauen gehen demonstrativ aufs Klo. Naja, ich hab gedacht, okay, das war das erste Mal, ja. Wenn sie jetzt irgendwie da jeden Tag gebumst hätte, wie blöd, und ich das jeden Tag hätte. Okay, aber ich hatte ja auch, mein Ex-Freund hatte mich ja auch besucht auf Teneriffa und wir hatten, glaube ich, du hast deinen Ex-Freund nach Teneriffa eingeladen? Nee, also da war ich ja noch mit ihm zusammen. Dann ist es aber nicht der Ex-Freund, Mensch. Okay, mein damaliger Freund, so, den hatte ich auch nach Teneriffa eingeladen und wir hatten keinen Sex. Das ist ja langweilig. Wir haben es richtig gerockt. Wir haben am ersten Tag, wo ich ihn abgeholt habe vom Flughafen, sind wir direkt die nächste Ausfahrt raus und hatten Sex im Meer. Und danach waren wir beide so erkältet, dass die ganze Woche lang nichts lief. Das war so bitter. Ui. Ja, so ist das halt im Februar auf Teneriffa. So warm ist es da nicht im Meer. Aber musste ja unbedingt sein. Vor allem beide direkt erkältet, ey. Sagen wir es mal so, sexuelles war die Story wert und es war auch irgendwie cool, also an Leuten mit Pyjama nackt vorbei ins Meer zu rennen, seine Latte voraus quasi. Aber es ist halt scheiße kalt und es ist irgendwie, naja, also ich hatte schon besseren Sex, das auf jeden Fall. Und dann eine Woche lang gar keinen mehr zu haben, weil beide total verschnupft im Bett liegen und auch Fasching war ja zu dem Zeitpunkt auch auf, also Karneval auf Teneriffa konnten wir auch nicht richtig genießen, weil wir beide so platt waren. Also man hätte es schlauer machen können wahrscheinlich. So am Ende der Woche. Hallo Ochi. Deswegen so generell bei dir so ein Thema, ne? Man hätte es schlauer machen können. Wie das wieder klingt, ey. Als ob ich permanent dumme Aktionen reißen würde. Ja, die Lumi-Momente, ich mag die. Ich hätte es nicht erwähnen dürfen, dass es diesen Begriff mal gab. Du hattest es völlig vergessen. Nee, den vergesse ich nicht. Du hast es aber ewig nicht erwähnt. Ja, du hast dich nicht mehr so richtig dumm angestellt. Aber wir haben auch nicht mehr so Spiele gespielt, wo man sich so richtig dumm anstellen kann, glaube ich. Sieh mal an, ich habe mich nicht mehr dumm angestellt. Aha, siehst du, ich lerne also. Holst du eigentlich noch regelmäßig Hartholz? Ich hätte nämlich gerne noch ein Kinderzimmer, bevor wir dieses Game aufnehmen. Ich habe ganz viele Hartholz-Sachen hier, ja, nee, heute nicht. Gestern war ich. Ja. Schön für dein Hartholz. Holz. Ich und mein Holz. Oh. Ich wollte ihn küssen, habe stattdessen die dekorative Laterne abgerissen. Sehr schön. Das stelle ich mir wirklich so real vor. Du kommst so an, na Schatz, rums, neben ihm die Laterne weg. Das könnte mir so die Nachttischlampe vom Nachttisch gefegt oder so. Grobmotoriger. Wie sie so richtig schön anlehnt und erwischt die Nachttischlampe und die fliegt übelst runter und zerbricht. Destruktives Talent. Awaken, du wolltest zocken und nicht mich beleidigen. Hau ab. Ich dachte, du magst, wenn du beleidigt wirst. Sag mal, wo hast du eigentlich diese Fehlinformationen her? Die hab ich nicht. Die streue ich gerade. Seit dem Fall stehe ich drauf, wenn ich beleidigt werde. Also Moment mal, weißt du, was sie mir gerade gesagt hat? Die Dunkelheit, der Regen, ich bin ganz aufgeregt. Oh wow. Die beiden passen aber auch echt gut zusammen. Meiner wird was Ähnliches sagen. Jetzt habe ich schon wieder die Nachttischlaterne genommen. Man kann dann aus dem Bett kommen, ey. Ich stell die jetzt mal hier ab, dass sie immer aus dem Bett ist. Schatz, bleib doch nicht im Bett. Was ist denn los mit dir? Ah, ich will einfach nur im Bett bleiben. Ja, dann bleib halt drin.
depressiver. Du wolltest ihn haben, ja? Ist gerade zu lustig zum Zocken, Kappa, ja. Du wolltest ihn haben. Ja, weil ich blöd bin. Der kifft wahrscheinlich auch mal in Wahrheit. Mit Drogen oder keine Ahnung. Alles ist wie im Real Life. Ich habe übrigens eine Leseecke eingerichtet bei mir im Haus jetzt. Eine was? Eine Leseecke. Frag mich ein bisschen, wie du vom Kiffen und asozial und Selbstmord auf eine Leseecke kommst, aber klingt das nicht. Sind das nicht normalerweise das, was die Leute so machen? Keine Ahnung. Lesen? Garantiert nicht. Nee, ich dachte schon. Ich würde auch gerne eine Leseecke einrichten, ich habe aber keinen Platz dafür. Katja! Miau! Ja. War das jetzt ein Wink mit einem Zaunsfall? Ja. Dass ja, da jemand Hartholz holen. Geh dir doch selber das Hartholz holen. 121, 150 brauche ich, gell? Ja. Das dauert noch ein bisschen. Ich würde sagen, die restlichen 30 machst du selber. Oh. Nein, ich gehe schon, alles gut. Gehst du jetzt oder soll ich? Ich, bin ich kann gehen, du machst du dann, mach du hier die Sachen. Wo dann kriegst du das Pferd? Du fährst die ganze Zeit nicht. Warum denn, wenn du da runterläufst? Warum? Ich kann ja auch laufen. Lauf halt. Selber gehen, mach schlank. Ja, weil deine Figur auch so fett ist. Ja, meine Figur ist fetter als ich im realen Leben. Keine Ahnung, was dein Problem ist, warum du so schlank bist. Schilddrüse. Wenn man mit dir kuschelt, dann piepst bestimmt auch dein Knochen in die Seite, oder? Ich sag mal so, meine Freundin hat sich ein paar Mal neu hinlegen müssen, weil ihr meinen Knochen in den Busen gepiekt hat. In den Busen? Wie zum Henker habt ihr denn da gelegen? Keine Ahnung, sie hat halt irgendwie auf meiner Schulter mit dem Kopf gelegen und das hat irgendwie an den Busen gedrückt. Und da hat sie sich neu hingelegt und hat ihren Busen dabei sortiert. Also ich bin ja ein grundweg neugieriger Mensch. Das ist der Grund, warum ich gerne mal mit dir kuscheln würde. Nur deswegen. Ich würde gerne echt mal wissen, dass ich keine Blume anmache. Das ist ganz ehrlich gemeint. Ich würde gerne mal wissen, wie man liegen kann, dass einem der Knochen in die Brust piekst. Na halt in die Rundung beim Busen. Sehr, 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 sehr schlanke Männer. So ist es nicht. Also Hüftknochen haben mir schon in die Seite gepiekst. Das tut auch ordentlich weh. Meine Hüftknochen tun mir Pieksen nur selber weh. Wenn du das am Anfang nicht so richtig realisierst und dann greifst du so mit den Fingern so im Beinkuscheln so ein bisschen unter die Bettdecke und denkst, ich muss jetzt hier irgendwie sowas weglegen, weil mir da gerade was in die Seite piekst. Und dann realisierst du erst, dass das eigentlich der Kerl ist. Also, tja. Das ist schon arg, bitte. Hallo Chris! Ich habe nur das Problem, dass ich mich selber nicht gut abfedere. Ich habe mal eine ganze Weile auf einer Picknickdecke auf Stein gelegen. Das ist auch nicht geil, wenn du nicht gut gepolstert bist. Das ist aber auch nicht geil, wenn du dick bist. Wir haben das Thema Liegen und Aufbetten liegen, falls du es wissen möchtest, Chris. Du kommst gerade richtig. Jetzt fühle ich mich benutzt. Stehst du noch drauf, du Sau. Nur in einem gewissen Rahmen. Also, was wollte ich denn sagen? Achso, ja. Bei ist mir du ist schon Problem, vergessen? Bei mir ist das Problem, wenn ich auf einem harten Untergrund liege, gerade auf dem Rücken, aber auch auf der Seite ist das so, dass mein Hintern ja relativ voluminös ist und ich deswegen ständig ein Hohlkreuz kriege. Dadurch, dass mein unterer Rücken nicht den Boden berührt, weil mein Hintern den... Aber auf der Seite hat das doch gar nichts damit zu tun. Doch, weil ich auch noch ich habe zur Seite einen breiten Arsch. Du meinst, du hast eine gebärfreudige Hüfte? Das außerdem ja. Weil das ist ja dann eher der Hüftknochen. Alles andere würde ja weggedrückt werden. That ass, ja. Und deswegen ist das nach einer Zeit, ich habe dann, wenn ich 3-4 Tage auf so einer Isomatte gepennt habe, kriege ich dann auch so ein bisschen Rückenschmerzen. Ich war eigentlich so schlau und hat das hier so gebaut, dass man nicht durchkommt mit dem Pferd nach unten. Daneben? So gar nicht. Ach so, hier, da geht's. Ach, hier so, muss ich durch. Uiuiui. Okay. Daneben geht nicht durch, weil da die Laterne steht. Ja, ich habe gesehen. Die habe ich auch schon mal weggestellt, aber die hast du wieder dahin gestellt. Na, dann sag doch was. Die habe ich gesagt, hier komme ich mit dem Pferd durch. Ich habe die Laterne zur Seite gestellt und bin da durchgaloppiert. Und jetzt stand die wieder da. Okay, ja, ich stelle sie wieder weg. So. Moschexam. Moment mal, wenn du auf der Seite liegst, kriegst du Hohlkreuz. Nein, nicht Hohlkreuz, aber halt irgendwie so. Auf der Seite geht's, aber auf dem Rücken ist halt ganz katastrophal.
Aber auf dem Rücken kriegt man doch kein Hohlkreuz. Na, doch, im Prinzip schon, weil der Hintern, der ist dann auf dem Boden und dann alles, was so nach dem Hintern kommt, ist so ein bisschen über dem Boden. Weil das ja, aber das drückt es ja eher nach unten. Hohlkreuz kriegst du doch, wenn du nach vorne, also zum Bauch gedrückt wirst. Ja, eben, weil ich ja dann so eine Biegung mache mit dem Oberkörper. Wenn du auf dem Rücken liegst. Ja. Dann wirst du aber in Richtung Rücken gedrückt und kommst damit niemals in den Hohlkreuz. Naja, so, mein Arsch ist auf dem Boden. So, der drückt sich da runter durch die Schwerkraft, ja? Ja. Aber alles andere auch. Nein, meine Schulterblätter auch, aber alles, was dazwischen ist, berührt den Boden nicht richtig, weil der Hintern so groß ist, dass es nicht runtersacken kann. Ja, aber das ist trotzdem kein Hohlkreuz. Das ist vielleicht unangenehm, aber es ist trotzdem kein Hohlkreuz. Ein Hohlkreuz ist, wenn du in eine übermäßige Biegung nach vorne, zur Richtung Bauch kommst. Und das kommst du nicht, wenn du auf dem Rücken liegst. Ich krieg da voll auf jeden Fall eine Biegung, die unnatürlich ist. Die auch weh tut. Und da ist mein Bauch auch weiter oben dann, dadurch. Dein Popo ist einfach zu weit oben am Rücken, würde ich sagen. Ich mal dir das mal auf bei Gelegenheit. Also so wie du es gerade beschreibst, hast du ein Popo auf Bauchnabelhöhe. Nein. Aber mein, guck mal, wenn du von hinten auf meinen Rücken guckst, ja, dann geht er ja gerade runter, bis mein Arsch kommt. Da kommt eine Wölbung. So, ja. Und wenn du dieses Konstrukt mit der Wölbung einfach so flach auf den flachen Boden legst, dann liege ich ja schief nach unten. Ja, aber immer noch, das ist kein Hohlkreuz. Ein Hohlkreuz geht in die andere Richtung. Ja, du verstehst es nicht. Wir reden über meinen Rücken. Vielleicht musst du mir das einfach mal live zeigen, dann können wir auch das mit dem Kuscheln machen, dann haben wir das alles in einem Abwasch. Okay. Ja, das ist ein Deal. Ich wollte doch eh euch irgendwann mal besuchen, Felix und ich. Besuch mich mal. Dann machen wir dann haken wir mal so alles auf einmal ab, was wir an körperlichen Merkwürdigkeiten haben. Jetzt habe ich jetzt gar nicht, was hier für eine Scheiße pflanzt, weil du mich ablenkst. Kann das jemand klippen, bitte? Das darauf muss ich sie festnageln, sorry. Und ja, das ist ein ziemlich passendes Wort dafür. Dass ich mit dir alle Köpfe. Oh mein Gott, ja. Ach, lass mich doch in Ruhe, ey. Alle körperlichen Merkwürdigkeiten, das ist, die Wortwahl ist schon einzigartig. Dir ist schon klar, dass wir durch unsere Gespräche gerade 9 Viewer bei mir erreichen mit Stardew Valley und nicht Dota. Ja und? Die schalten alle ein und denken, oh cool, Dota. Und dann hören sie wieder, oh nein, es geht um Lumis Hintern, vielleicht bleibe ich trotzdem. So ist das. Solange es nicht um meinen Hintern geht, weil da gibt's keinen. Das klingt aber traurig. Naja. Ja, es gibt dann ein Dresdner Gruppenkuscheln, keine Ahnung. Ja, ich sag mal so, halt sehr schlanke Männer, ne, die haben halt einfach nicht viel Arsch. Ist schade, so ein hübscher Männerhintern ist auch nett. Darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Chris wäre hallo Xan, Chris wäre sicher andere Meinung. Weiß ich nicht. Weiß nicht, worauf Chris so bei Männern steht tatsächlich. Ich sag mal so, meine letzte Freundin mochte den Hintern, aber ich finde immer noch, ich habe keinen, also nicht wirklich. Ja, solange deine Mädels zufrieden sind, brauchst du nicht weinen. Ich kann gut massieren. Donzi. Ich kann davon ablenken. Ich habe schöne weiche Hände. Für einen Mann auf jeden Fall. Clip. Danke, Donzi. Donzi hat dir einen Clip gemacht. Dankeschön, Donzi. Bist ein guter Mann. Sehr schön. Männer halten halt zusammen, ne? Ja, keine Hätte ich fast einen fiesen Spruch gebracht, aber den lassen wir jetzt mal, weil das passt nicht ganz. Na dann lass es. Ehrenmann. Ich reite nur auf dem Pferdchen. Dann reit mal schön weiter. Reitest du auch gern? Auf Pferdchen? Nee, ich komm da nicht hoch. Auf dem echten Pferd kommst du nicht hoch? Da gibt es so ein paar traurige Lumi-Stories, ja. Ernsthaft? Ja. Aber du musst doch bloß... Ja. In den Steigbügel und hoch? Ich hab doch schon gesagt, ich habe kleine Beine. Das Thema hatten wir schon. Aber du hast dann lange Arme, da kannst du ja auch am Sattel hochziehen. Nein, ich habe kleine Beine und kleine Arme und ich komme da nicht hoch. Aber du hast doch einen großen Oberkörper, wenn du ein Sitzriese bist. Ich habe das als Teenager versucht und es hat damit geendet, dass zwei Leute an meinem Arsch gedrückt haben und ich auf dieses scheiß Pferd zu liefen und ich bin nicht hochgekommen.
dann irgendwann haben sie es dann geschafft und dann war ich oben, aber ja. Alter, Reiten, Hohlkreuz, Mann. Ja, nee, jetzt sind wir beim richtigen Reiten. Männer halten zusammen, bis die Kette am schwächsten Glied reißt. Das klingt irgendwie aua. Ja, ein bisschen. Aber ich habe mich. Ja. Entschuldigung, ich wollte gerade ein kurzes Thema wechseln, das mir gerade eigentlich eingefallen bitte, ist. Wechsel das Thema. Ich hatte heute auf Arbeit schön Spaß, weil ein Kollege hat heute seinen Hund mitgebracht. Der war ein knuffiges Etwas. Ich weiß gar nicht, was für eine Rasse war. Ich glaube, es war ein brauner Labrador oder sowas, so ein Kurzhaar-Ding. Mhm. Also tatsächlich ziemlich festes Haar und kurz. Ist, keine Ahnung, fühlt sich an wie kurz rasierte Kopfhaare, so ein bisschen, so, wenn du dagegen ist. Aber der war süß, voll knuffig, schön groß. Klingt danach, ja. Cool. Knuffiges Hund. Mhm. Und der tatsächlich war aber auch sehr, sehr ruhig, also der... Der hat, glaube ich, einmal gebellt und das nur, weil wir haben Glastüren bei uns und da stand vor der Glastür mit Banane. Ich glaube, der wollte die Banane haben. Da hat er gebellt. Also stand da wirklich jemand vor der Tür mit der Banane und hat Banane gegessen. Da hat er gebellt. Armer Hund. Sonst hat er den ganzen Tag nicht gebellt, nur ein bisschen rumgeschnuffelt immer mal. Ja, kein Hundemensch, aber manche sind echt süß. Muss mal nächstes Mal fragen, ob ich da ein Bild machen kann. Toll, ich glaube, ich habe irgendwas gepflanzt, was nicht mehr fertig wird. Wie kannst du nur? Was soll das, Lumi? Blöde Gesprächsthema. Hey, lass dich doch von Gesprächen nicht ablenken. Was soll denn das? Wir sind hier zum Gamen, ja? Power Gaming und so. Das war doch dein Ding. Jetzt klar. Du wolltest auch mal in die Wiki gucken, um alles rauszuholen. Hast du das Holz geholt? Ja, ich bin nur gerade noch am Angeln währenddessen. Also ich hab's in der Tasche. Alles gut, das gerät nicht in Vergessenheit. Muss doch, wenn Regen ist, für das extra Glück angeln. Aber irgendwie habe ich wieder keine Musik in-game. Ja, ich auch nicht. Bei mir ist gerade auch wieder sehr tote Hose. Kann man die einstellen, dass die irgendwie häufiger kommt oder so? Dann muss ich die vielleicht mal hochdrehen. Nicht, dass ich wüsste, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte immer, im Singleplayer wäre quasi dauerhaft Musik gewesen. Mm-mm. Nein. Das auch mal phasenweise lang gar nichts. So, ich reite mal zurück. Na ja, reit du mal. Oh. Reitest du eigentlich gern auf Pferden? Tatsächlich mag ich Pferde generell ziemlich gern. Ja, ich würde schon sagen, ich habe nur nie die Gelegenheit zu reiten tatsächlich. Ich mag Tiere generell sehr gern. Also, keine Ahnung, wenn ich, so ziemlich alle Tiere, wenn sie nicht gerade komplett ekelhaft stinken, finde ich eigentlich super. So Hunde stinken nicht ekelhaft. Was kommt denn Hund an? Okay, also Hunde können unangenehm aus dem Maul riechen, da gebe ich dir recht. Auch so. Aber Fell und so Sachen. Ja, das ist nur, wenn sie nass sind normalerweise. Boah, nasser Hund. Angeblich schmeckt Hundefleisch wie ein nasser Hund. Ja, das will ich dann aber nicht essen. Das klingt nicht so lecker. Ich hab's noch nicht probiert, keine Ahnung. Seit irgendeinem Update gibt es während Regen und ähnliche Hintergrundeffekte keine Musik, sagt Xan. Ich meine aber, das wäre schon ein gutes Weilchen, so. So, ich muss jetzt mal ins Bett. Okay. Ja, es ist mir Felix, ich schreibe ihm mal. Ich schreibe ihm mal, aber ich vermute mal, er wird irgendwie eingeschlafen sein, weil er krank ist und hat's verpennt. Ja. Wäre mein Tipp, dass er irgendwie die Nacht lange munter war und jetzt eingepennt ist oder so. Eine Hasenpfote bringt 1356, wenn die lila ist. Wolltest du nicht eine aufheben? Ich habe ja zwei Hasenpfoten gekriegt. Ach so, sicherlich mindestens zwei bis drei Jahre her.